Hallöchen Leute und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe der Nerdy Review zu Book of Boba Fett. Die Folge heißt The Tribes of Tatooine, womit ich meine Hoffnung, der Vergangenheitsstory Strang würde vielleicht etwas zurückgeschraubt, wohl begraben kann. Und wie sich herausstellt, besteht Folge 2 zu zwei Dritteln wirklich aus dem Flashback bei den Tusken. Aber was mir direkt dann positiv auffällt, die Folge ist 50 Minuten lang. Also normale Serienlänge. Hey, direkt mal Daumen hoch dafür. Doch wir beginnen diese Folge erstmal in der Gegenwart. Und zwar mit dem Verhör des Ninjas, den Fennec Shand in der letzten Folge gefangen genommen hat. Laut Fetts Sekretärdruiden gehört der Killer dem Nachtwindorden an, was wohl so eine Art Assassinentruppe ist. Der verhinderte Attentäter weigert sich preiszugeben, wer ihn beauftragt hat, und ist absolut willig, hingerichtet zu werden, anstatt seine Auftraggeber zu verraten. Anschließend versuchen Fett und Shand einen kleinen Trick, um ihn trotzdem zum Singen zu bringen. Sie werfen ihn nämlich in die berühmte Rancor-Grube unter Jabbas Thronsaal. Da wurde ja bekanntlich Jabbas Twi'lek-Sklavin zur allgemeinen Belustigung an das riesige Monster verfüttert. Und Luke sollte ja auch dasselbe Schicksal erleiden, hat den Spieß dann aber doch lieber umgedreht. Mit diesem Move von Fett fällt die ganze Szene leider auseinander. Also, der Attentäter ist jetzt da unten in der Grube. Zuvor war er definitiv zu 100% bereit, den Löffel abzugeben, um nicht zu reden. Er hatte akzeptiert, dass ihm die Kehle durchgeschnitten wird. Aber jetzt macht er sich in die Hose, als er befürchtet, dass er an den Rancor verfüttert wird. Und das macht aus meiner Sicht einfach keinen Sinn. Ich sehe es ja auch ein, dass es ein etwas unangenehmerer Weg ist, den Löffel abzugeben, bei lebendigem Leib gefressen zu werden, als geköpft zu werden oder sogar noch die Kehle durchgeschnitten zu bekommen. Aber der Bruch ist einfach viel zu krass. Hier wirkt er fast wie ein stoischer Samurai, der den Tod bereitwillig erwartet. Und hier hat er genauso viel Angst wie damals die Twi'lek-Tänzerin. Und dann das hier noch. Ich meine, als Zuschauer, na? Ist uns ja eigentlich klar, dass das ein Bluff ist und es nicht wirklich einen Rancor da unten gibt. Es sei denn, Bib Fortuna oder Fett selbst hätten einen neuen eingekauft. Der Attentäter weiß es vielleicht am Anfang nicht. Aber schaut mal, das Tor für den Rancor-Käfig öffnet sich. Und man kann ganz genau erkennen, dass da nichts ist. Ein Rancor ist groß wie ein verdammtes Haus. Und da ist definitiv nichts. Und trotzdem gibt der Attentäter zu, dass der Bürgermeister ihn geschickt hat. Was zum Henker ist hier los? Die Szene hätte viel besser funktioniert, wenn der Attentäter zuerst geprahlt hätte, er würde niemals seine Auftraggeber verraten. Aber sobald die Gamorreaner die Messerchen rausholen, bekommt er kalte Füße und singt wie ein Vögelchen. Die Rancor-Grube wurde meiner Meinung nach nur in diese Szene integriert aus Fanservice-Gründen. Um dem Zuschauer einen Knochen aus der guten alten Zeit zuzuwerfen. Hey, schaut mal! Die Szene aus dem anderen guten Film, erinnert ihr euch daran? Toll! Hier, damit ihr euch nochmal daran erinnert, dass ihr das damals gut fandet. War bereits ein Aspekt, den ich in The Mandalorian sehr kritisch fand. Hin und wieder ein paar Anspielungen auf die vergangenen Einträge im Franchise sind ja in Ordnung. Aber sie sollten dezent sein und nicht einfach nur on-the-nose-Hardcore-Fanservice sein, der offensichtlich nur dazu dient, einen Nostalgiemoment zu erzeugen. Und wie in diesem Beispiel auch noch die Story behindert. Lange Rede, kurzer Sinn. Der Attentäter hat große Angst vor einem anscheinend unsichtbaren Rancor und gibt preis, dass er und seine Kollegen vom Bürgermeister von Mos Espa angeheuert worden sind. Das war der, der in der letzten Episode nicht zur Tributzahlung erscheinen wollte. Also marschieren Fett und seine Entourage mit dem gefangenen Attentäter zurück in die Stadt, aber diesmal ins Bürgermeisterbüro. Da versucht der aus der letzten Episode bekannte Majordomus des Bürgermeisters erst sie abzuwimmeln, doch Fett lässt sich dadurch nicht beeindrucken, sondern marschiert einfach ins Büro weiter. Der Bürgermeister stellt sich als Itorianer heraus, was ich cool finde.
denn diese Spezies wurde bislang noch nicht so prominent gefeatured in Star Wars Produktionen. Die größte Rolle, an die ich persönlich mich erinnere, ist die Itorianer-Gruppe auf Telos in Knights of the Old Republic 2. Und außerdem wirkt dieses Volk auch erstmal nicht so bedrohlich, als dass sie zu einer Art Antagonist in der Handlung taugen könnte. Was mich aber an dieser Szene stört, ist dieses Gerät hier. Dabei scheint es sich um eine Art Simultanübersetzer zu handeln, der die Worte des Itorianers direkt in Basic übersetzt. Ist ja interessant, dass es plötzlich diese Geräte anscheinend gibt. Und noch interessanter ist, dass deren Existenz bislang wohl vor jedem Wesen im Star Wars-Universum geheim gehalten worden ist. Bis eben auf diesen random Bürgermeister von einem Wüstenkaff am Arsch der Galaxis. Jabba hatte keines, Greedo hatte keines, Sebulba hatte keines und wie auch immer dieser Kerl heißt, hatte keines. Worldbuilding und Kontinuität, Leute. Worldbuilding und Kontinuität. Das Gespräch zwischen Fett und dem Bürgermeister Mok Shais finde ich gut gemacht. Als erstes lässt Shais den Attentäter einfach exekutieren und lobt Fett dafür, dass er einen Kriminellen zu ihm gebracht hat und bietet ihm eine Belohnung an. Er ignoriert damit also von vornherein Fetts Anspruch, der neue Megapate zu sein und akzeptiert ihn nur in seiner alten Rolle als Kopfgeldjäger. Fett nimmt die Belohnung und verkündet dies als Shais Tribut anzusehen, womit er meiner Meinung nach den Dialog verliert. Das Geld zu nehmen und zu sagen, ja, dann ist das jetzt halt dein Tribut an mich, wirkt auf mich so, als würde jemand unter vorgehaltener Knarre aus einem Haus rausgeschmissen werden und er sagt daraufhin, ich gehe, weil ich es will, nicht weil man es mir sagt. Als Fett dann wieder rausmarschieren will, lässt Mok Shais noch ein paar Sachen droppen. Er bestreitet, die Attentäter geschickt zu haben und rät Fett, nochmal in der Bar der Twilight Lady von letzter Folge nachzuhaken, wenn er die Wahrheit erfahren will. Das macht Fett dann auch und fragt einfach mal, und wie ich finde, irgendwie lost in der ganzen Thematik, ob hier irgendwas abgeht, was er wissen sollte. Und die Barbesitzerin, die wohl Gaza Vip heißt, erzählt ihm, dass die Zwillinge hier sind, um das Erbe ihres Vetters anzutreten. Na, um wen handelt es sich denn dabei? Tja, bei diesen Zwillingen handelt es sich doch tatsächlich um ein paar Verwandte von Jabba, die auch prompt wie auf Kommando in einer Sänfte herangetragen werden. Und ich glaube, dieses Mal muss ich dem CGI-Department Abzüge in der B-Note geben. Diese beiden Hutten sehen nicht wirklich überzeugend aus. Ich gehe nach wie vor so weit, dass der Original-Jabba nach wie vor der überzeugendste Hutte ist, sowohl was Charakter als auch Design angeht. Der war bedrohlich, der war eklig. Man wusste einfach, auch wenn er im Endeffekt nur eine fette Schnecke ist, vor dem sollte man sich in Acht nehmen. Bei allen anderen Darstellungen von Jabba und auch jetzt von diesen beiden Lurchen hier, fehlt das einfach. Die sind zu glatt gebügelt und in diesem Fall wirkt das CGI, tut mir leid, einfach veraltet. Sorry, das geht einfach besser. Bei den Zwillingen handelt es sich um Bruder und Schwester, die in dieser Folge übrigens noch komplett namenlos bleiben. Wie sie da aber ineinander gewickelt auf dieser Sänfte liegen, wirken sie aber dann doch eher wie ein Pärchen. Naja, ist bei kriminellen Zwillingen vielleicht irgendwie so ein Ding. Das Gespräch zwischen denen und Fett ist eigentlich recht belanglos. Die Zwillinge sagen, das Gebiet hier gehört uns. Fett sagt, nein, es gehört mir. Zwillinge, doch. Fett, nein. Zwillinge, okay, wir klären das wann anders. Tschüss. Das Einzige, was ich hier aber noch hervorheben will, ist dieser Junge hier. Wohl der Enforcer der Zwillinge. Ein Badass-Killer-Wookie. Er tut in dieser Szene nichts, außer sich bedrohlich an den Rand des Geschehens zu stellen.
Warum finde ich diesen Charakter, der ebenfalls namenlos bleibt, schon ziemlich cool? Hauptsächlich wegen der Idee an und für sich. Wookies verbindet man im Star Wars Universum eigentlich immer mit den Guten. Allen voran natürlich Chewbacca. Dann noch die anderen Wookie auf Kashyyyk in Episode 3. Dann gibt es dann noch Salbar und die anderen Wookies in Knights of the Old Republic und den Wookie Companion Bodar in The Old Republic. Den einzigen anderen Wookie auf der bösen Seite, der mir einfällt, ist Han'ar in Knights of the Old Republic 2. Und ich muss gestehen, wenn ich Han'ar irgendwie designen sollte, würde er in etwa so aussehen. Und indem man diesen Wookie nun ziemlich klar zu einem Antagonisten macht, lässt man das Universum, finde ich, viel lebendiger wirken, wo endlich dieses System aufgebrochen wird, dass die Spezies größtenteils mit Stereotypen benutzt werden. Und hier kann man auch wirklich hervorragend den Unterschied sehen zwischen CGI und einem Kostüm. Der Wookie wirkt authentisch und wirklich glaubhaft und cool. Die Hutten einfach nur unecht und wie aus der Cutscene eines Videospiels von vor 10 Jahren. Die Szene endet mit diesem Satz von Fennec Shand. Sie sind Hutten. Wir brauchen eine Erlaubnis, um sie zu töten. Was? Was ist los? Was meinst du damit, Shand? Von wem braucht man die Erlaubnis, um einen Hutten zu töten? Und warum, goddammit? Leia hat sich nicht um eine Erlaubnis geschert, als sie Jabba erdrosselt hat. Stehen Hutten auf der Liste der bedrohten Arten der Galaxis und man braucht eine Erlaubnis vom Umweltministerium, um einen zur Strecke zu bringen? Das ist... Also, ich habe keine Ahnung, was Shand damit meint. Die Serie bleibt uns eine Erklärung auch erstmal schuldig, denn damit ist der Gegenwartsplot vorbei und wir begeben uns in die Vergangenheit, als Fett sich weiterhin bei den Tusken aufhält. Aber mittlerweile nicht mehr als Gefangener, sondern eher als Gast. Die Frau des Häuptlings unterrichtet ihn im Nahkampf, doch das fröhliche Miteinander wird unterbrochen, als dieser Zug auf einmal vorbeirauscht und random einfach mal ein Drive-by veranstaltet. Damit beginnt der Plot für die nächste halbe Stunde. Die Tusken wollen den Zug, der wohl öfters mal vorbeikommt, loswerden. Boba schreibt es sich auf die Fahne, ihnen dabei zu helfen. Leider ist diese Handlung nicht so interessant, wie sie gern wäre. Was meiner Meinung nach absolut fehlt, ist eine klare Vorstellung davon, wer das da in dem Zug ist und warum sie auf die Tusken schießen. Bis zuletzt erfährt man nicht, wer diese Typen sind und was ihr Motiv ist. Das ist das Problem. Man braucht, um eine interessante Geschichte zu erzählen, einfach auch mehr Infos darüber, was passiert und warum es passiert. Fett bemerkt nachts vom Lager der Tusken aus eine Gruppe Speederbikes und marschiert ihnen hinterher bis zu dieser, keine Ahnung, Raststätte oder sowas. Die Bande, zu denen die Bikes gehören, hat man bereits kurz in Episode 1 gesehen, wo sie eine Farm ausgeraubt haben. Jetzt gerade haben sie sich halt in dieser Raststätte eingenistet und benehmen sich da wie die Axt im Walde. Jedenfalls bis Fett den Laden betritt und die Biker dadurch wohl dermaßen getriggert werden, dass sie ohne weiteres einfach so versuchen, ihn umzubringen. Ein ziemlich krasser Fall von That escalated quickly. Fett macht die Bande jedenfalls nass und krallt sich alle ihre Bikes und bringt sie zu den Tusken zurück. Mit denen sollen sie versuchen, den Zug zu kapern und aufzuhalten. Die Sequenz, in der der ehemalige Kopfgeldjäger den Sandleuten das Fahren der Gefährte beibringt, bietet Platz für einige gelungene Comedy-Einlagen. Oder so. Jedenfalls meistern die Tusken irgendwann die Handhabung der Bikes und der Angriff auf den Zug kann beginnen. Der lässt auch nicht lange auf sich warten und es beginnt die 5-minütige Kampfszene, in deren Verlauf Fett und seine Tuskengefährten den Zug tatsächlich entern können. Und nach einigem Hin und Her und einer Auseinandersetzung mit dem Zugführer-Druiden letztendlich stoppen können. Technisch gesehen und von der Action her kann man der Szene nicht wirklich große Vorwürfe machen. Was sie für mich eben etwas langatmig wirken lässt, ist eben die Tatsache, dass man nicht wirklich weiß, um was es hier genau eigentlich geht. Wer die maskierten Insassen des Zuges sind und was sie wollen. Wie sich herausstellt, bestand die Besatzung aus diesen Fischleuten, die anscheinend Gewürze oder im Englischen Spice transportiert haben.
The spice will flow. Was, wie ich vermute, eine Art Droge ist. Sie haben auf die Tusken geschossen, weil sie sie für unzivilisierte Räuber gehalten haben, was mich zu zwei möglichen Schlussfolgerungen führt. Erstens, die Zugbesatzung hat vom fahrenden Zug aus die Tusken bemerkt und präventiv einfach mal das Feuer eröffnet, was extrem dämlich gewesen wäre. Oder zweitens, die Tusken haben tatsächlich versucht, den Zug zu überfallen und seitdem schießen die fischigen Drogenhändler halt als erstes. Was ich ihnen auch kaum verdenken könnte. Fett lässt die Fische, die den Kampf überlebt haben, nach Hause gehen, mit der Botschaft an ihr Drogensyndikat, dass dieses Gebiet von nun an den Tusken gehört und nur mit deren Erlaubnis durchquert werden darf. Und hiermit beginnt der etwas weirde Teil dieser Folge. Als Dank für die Lösung des Zugproblems erhält Fett vom Tuskenhäuptling dieses Geschenk. Eine Hexe. Ach, was für ein süßer kleiner Fratz. Ach du heilige Scheiße, es krabbelt in sein Gehirn. Was für eine kranke Scheiße passiert denn jetzt hier? Der Salamander ist ihm durch die Nase in den fucking Schädel geklettert. Okay, erneut ein eklatanter Fall von That escalated quickly. Unter Einfluss der Hirnsaugechse hat Fett eine Art psychedelischen Drogentrip. Aber hätte man das nicht irgendwie anders gestalten können? Zum Beispiel, indem die Tusken ihm sowas wie benebelnden Weihrauch oder so verabreichen können? Musste man ihm direkt einen Parasiten-Leguan ins Hirn pflanzen? Unter Einfluss des kleinen Nasenkletterers stolpert Fett nachts durch die Wüste, findet dann irgendwann einen alten vertrockneten Baum und hat eine Menge Flashes in seine Vergangenheit als Kopfgeldjäger, zu seiner Jugend auf Kamino und in seine Zeit im Sarlacc. Was genau hier für eine Metapher hintersteckt, weiß ich nicht genau, aber ich vermute, es soll sowas wie Abschluss mit der Vergangenheit und Neubeginn etc. symbolisieren. Am Tag darauf kehrt er ins Dorf der Tusken zurück und bringt einen Ast des Baums mit. Aus diesem wird dann die Keule geschnitzt, die Fett in der zweiten Staffel von The Mandalorian geschwungen hat. Außerdem wird Fett mit diesem nächtlichen Ritual und der offiziellen Einkleidung in den Stamm der Tusken aufgenommen. Und damit endet die zweite Folge von Book of Boba Fett. Ich muss sagen, insgesamt gefiel mir diese Folge wohl etwas besser als Folge 1. Auch wenn es eigentlich nur das erste Drittel im Gegenwartsplot ist. Da gab es zwar ein paar Sachen, die mich auch gestört haben, aber ich fand die Entwicklung da ganz interessant. Die Figur des Bürgermeisters Mok Shais finde ich vielversprechend, weil er in seiner Szene die ganze Zeit absolut souverän wirkte und im Gespräch immer die Oberhand hatte. Ich fände es cool, wenn er so eine Art neutrale Fraktion gegenüber Fett einnehmen würde, weder wirklich Freund noch richtiger Todfeind, dessen Macht auch nicht durch Waffenstärke hervorgeht, sondern aus Intelligenz und Intellekt. Auch wenn ich gestehen muss, dass ich eine Sache nicht verstanden habe. Wenn es stimmt, dass die Attentäter nicht von Mok Shais entsendet worden sind, wie dieser behauptet, sondern von den Hutten-Zwillingen, warum hat der gefangene Ninja dann ausgesagt, er würde für den Bürgermeister arbeiten? Ich hoffe, dass die Geschichte das nochmal aufklären wird, denn ansonsten wäre das ein Plothole von der Größe des Todessterns. Die Einführung der Zwillinge ist interessant, auch wenn mich der Gedanke an Jabbas Verwandtschaft direkt an die grottige Clone Wars Serie denken lässt. Ich bin zumindest gespannt, wie sich die Handlung mit denen weiterentwickeln wird und vor allem möchte ich den Killer Wookie mal in Aktion sehen. Leider ist nach wie vor der Vergangenheitsplot für mich der Schwachpunkt der Serie. In dieser Folge kann man sehr klar erkennen, dass hier quasi eine Western-Geschichte erzählt wurde. Die Tusken sind die amerikanischen Ureinwohner, Boba Fett der Cowboy, der zuerst ihr Gefangener ist, aber dann ihre Seite einnimmt und ihnen gegen die böse Eisenbahngesellschaft hilft. Alles ziemlich klassische Western-Tropes. Was für mich eigentlich nichts Schlechtes ist. Ich mag Western und ich fand schon immer, dass Star Wars eine gewisse Anleihe an Western hatte. Nur leider werden diese Tropes hier größtenteils einfach aneinandergereiht, ohne dass sich die Serie gut um sie herum entwickeln und eine eigene Identität dabei bewahren kann. Die Geschichte um den Konflikt zwischen Zug und Tusken ist untererklärt und eigentlich nur eine Entschuldigung dafür, den Sturm auf den Zug zu zeigen. Trotz dieser nach wie vor schwachen Hälfte der Story bin ich jetzt etwas mehr darauf gespannt, wie es weitergeht, muss ich zugeben. Und ich gebe der zweiten Folge von The Book of Boba Fett
6 von 10 Badass-Killer-Wookies. Und damit ist diese Folge auch zu Ende. Ich bedanke mich erneut sehr herzlich fürs Zuschauen. Haltet die Ohren steif und möge die Macht mit euch sein. Bis dann.